Guten Morgen allerseits. Ich nehme heute in die Arbeit eine kleine Brotzeit mit für meine Kollegen mit selbstgebackenen Semmeln von meiner Mama. Die hat sie gestern extra für mich gebacken. Dann habe ich hier noch so ein bisschen was. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube, es müsste alles sein. So, und dann nehme ich ja noch hier meine Schuhe mit. Für morgen dann schon. Das erzähle ich euch aber... ich habe meinen Zettel vergessen. Das erzähle ich euch später. Ich muss jetzt los. Ich bin wieder daheim und ich werde jetzt gleich das Food... Ups. Ich muss erstmal aufpassen, dass ich über keine Hasen stolper. Ich werde jetzt das Food Diary für Mittwoch schon schneiden. Dann Thumbnail für Daily Vlog heute Abend. Exportieren muss ich das Video noch. Geschnitten habe ich es tatsächlich gestern Abend noch. Und während ich das mache, lasse ich die Babys hüpfen. Die warten nämlich schon, gell? Ja. Bitte? Bitteschön? Oh, wie süß. Alle Hasen sind auf einem Fleck. Emily liegt hinten. Hier sind Simba und Lotte. Und Holly und Bruno. Ich bin beeindruckt. Es hat einmal geklappt, die Hasen auf Anhieb reinzubekommen. Juhu! Alle Babys sind drin. Super! Ja, war schön. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt den Wohnbereich fertig putzen. Und dann muss ich mein Abendkleid anprobieren für morgen, wie das aussieht, ob das passt. Und welchen BH ich dann darunter ziehe, dass man nichts sieht. Also, das wollte ich euch ja heute früh schon erzählen. Ihr habt es vielleicht gestern schon mitbekommen, dass ich eine Karte habe für die Oper Parsival. Und zwar gehe ich zusammen mit einem Kollegen von mir dorthin. Also eine Arbeitskollegin von uns, ihr Bruder wollte gehen, aber der kann jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht gehen. Und hat diese zwei Karten, die er eben hatte, an uns in die Arbeit verschenkt. Und dann wurde halt gefragt und viele wollten nicht. Und letzten Endes gehe jetzt ich mit meinen Kollegen, also mit meinen anderen Kollegen. Und ja, ich bin aufgeregt und das geht 6 Stunden. Das ist eine 6 Stunden lange Oper mit 2 Pausen. Es geht um 16 Uhr los bis 22 Uhr. Und ich glaube alle 2 Stunden, nee. Naja, auf jeden Fall, es ist eine sehr lange Oper und es ist meine erste Oper und es ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich und das ist quasi so eine, wieder so eine einmalige Sache oder so eine einmalige Chance, die man bekommt. Und ja, heute habe ich schon meine Abendschuhe in die Arbeit gebracht und morgen nehme ich dann mein Abendkleid mit und das wird morgen ein Mördertag. Ich muss um 6 Uhr aufstehen und dann arbeite ich und danach geht es in die Oper und die Oper geht, glaube ich, bis 22 Uhr und dann muss ich wieder heim. Und ich muss dann wahrscheinlich nochmal in die Arbeit, um mich umzuziehen und um mein Rad mitzunehmen, weil ich kann natürlich nicht mit meinem Abendkleid nach Hause gehen, mit meinen Abendschüchen. Also ich könnte schon, aber wäre ein bisschen doof und ich brauche dann auch am nächsten Tag wieder mein Rad. Deswegen wird es ein sehr, sehr langer Tag und ja, jetzt muss ich natürlich alles vorbereiten. Heute auch schon den Daily Vlog schneiden. Für morgen dann, damit ihr morgen Abend pünktlich um 19 Uhr was habt. Ich habe ja gestern Abend, als ich dann heimgekommen bin, auch schon den Daily Vlog geschnitten. Und ich habe ihn bis nach 12 geschnitten. Also war heute auch schon anstrengend. Und jetzt schneide ich noch das Food Diary. Das habe ich immer noch nicht geschnitten, weil das Thumbnail so lange gebraucht hat. Und mein Computer nervt mich so. Ich habe ein Virenprogramm drauf, F-Secure. Und das läuft in 5 Tagen ab. Und bisher kam einmal am Tag die Meldung, wenn ich den Computer angemacht habe, es läuft ab, wollen Sie es verlängern, zurückstellen. Und ich habe das halt immer weggeklickt. Und jetzt kommt es alle Minute, jede Minute kommt dieses Update hier.
Die Kamera hat es nicht geschafft, scharf zu stellen. Auf jeden Fall, es macht immer ein Geräusch. Update, also dieses Plop-Up-Fenster, Plop-Up-Fenster, Pop-Up-Fenster. Und ich weiß nicht, wie ich dieses doofe Ding ausstellen kann. Ah, naja, okay. Ich muss mich ranhalten und hier jetzt erstmal fertig wischen. Ich habe Kopfschmerzen schon wieder. Ich habe jetzt 4 Tage hintereinander Kopfschmerzen. 4 Tage hintereinander. Am Freitag war es so schlimm. Am Abend oder auch schon während ich noch gefilmt habe, ich konnte nicht mehr gerade ausschauen irgendwie. Ich bin aber am Abend mit einem Auge zu und einem Auge offen herumgelaufen, weil das waren so schlimme Kopfschmerzen. Naja. Also, ich mache mein Zeug. Je schneller ich fertig bin, desto besser. So. Hier ist mein Kleid drin. Das ist das, was mir mal zugeschickt worden ist. Und jetzt werde ich das mal testen. Das ist von VIP Dress. Ihr werdet es dann morgen hoffentlich sehen, wenn ich es dann anhabe. Aber jetzt muss ich erstmal probieren, wie das mit BH aussieht. Schuhe habe ich ja schon in der Arbeit. Das ist ein langes Kleid. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich am Boden rumschleifen. Das hat sogar noch das Etikett dran. Ich glaube, das kann ich langsam mal abmachen. So, dann gibt es jetzt endlich Abendessen. Und zum Glück habe ich Essen von meiner Mama. Und zwar bin ich noch für... Ach, jetzt hätte ich mir heute die Salami aufs Brot machen können. Das habe ich total vergessen. Naja, ich habe noch 2x Gläschen. Und für heute habe ich... Da fällt gleich alles raus. Für heute habe ich einen Topf. Das ist das, was wir gestern zum Mittagessen hatten. Und was das ist, seht ihr am Mittwoch auf meinem Food Diary, wenn ich heute noch schaffe, das Food Diary zu schneiden. Wir sehen uns hier morgen wieder um 19 Uhr. Also ihr seht mich und ich lese hoffentlich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Das meine ich, das höre ich die ganze Zeit, jede Minute. Morgen.